Genau, wir haben uns dahingehend erweitert, dass wir zwei weitere Konzepte hinzugenommen haben und damit in Ergänzung zu den soeben genannten Programmen eine sehr breite Zielgruppenabdeckung haben. Da handelt es sich einmal um das Format Course und einmal um das Format Younger. Younger beschäftigt sich mit der Entschleunigung unseres ja immer hektischer werdenden Alltags. Dort haben wir Tai Chi und Qigong-Elemente mit Yoga-Elementen verbunden. Es ist aber eben nicht nur Atmen und sich entspannen, sondern hat schon auch noch, wie der Begriff Body and Mind es ja auch sagt, auch was mit Body zu tun. Das heißt, es ist durchaus auch ein körperliches Training, aber beschäftigt sich dabei eben fokussiert mit dem Bereich der Entschleunigung. Course ist im Grunde genommen ein Complete Body Workout, das sich hauptsächlich aber auch um den Bereich Core Training dreht, von dem wir alle wissen, dass es immer wichtiger geworden ist. Gleichzeitig haben wir aber implementiert den Bereich Mobility. Wir alle wissen, dass Mobility als Ergänzung zum Krafttraining sehr, sehr wichtig ist, auch zur Gesunderhaltung der Gelenke. Aber kaum jemand findet die Muße oder hat Lust dazu, einen halbstündigen oder ganzstündigen Mobility-Kurs zu machen. Deswegen haben wir es in den Kraftkurs direkt mit eingebaut, sodass man beide Elemente Stabilisation und Mobilisation über die Mobility auch dort mit drin hat. Wir haben es hier ja zum ersten Mal offiziell präsentiert, haben hier eine VIP-Aktion gestartet, bei der die Trainer kommen konnten und sich für den im Herbst geplanten Start schon mal Sonderkonditionen sichern konnten. Und das Feedback ist fantastisch. Sie sind wirklich in großen Mengen hier bei uns vorbeigekommen und haben sich ihren VIP-Pass gesichert. Und wir versuchen jetzt die Spannung aufrechtzuerhalten bis in den Herbst hinein, wo dann der große Launch gestartet ist. Die FIBO war für uns erfolgreich, insbesondere die Fachbesuchertage. Die Verbrauchertage waren jetzt traditionell gesehen überschaubarer als die beiden Tage vorher. Ja. Beim IST-Studieninstitut ist es so, dass innerhalb der Trainerausbildung es sogenannte Pflichtwahlmodule gibt und wir sind eines davon mit den Programmen oder mit der Grundausbildung zum Hot Iron Instructor. Und diese Grundausbildung des Hot Iron Instructors befähigt die Trainer nach 4 Tagen und bestandener Prüfung, die Hot Iron 1, Hot Iron 2 und Hot Iron Cross zu unterrichten und in Zukunft eben auch das neue Programm Course. Das heißt, das wird alles in dieser 4-Tages-Ausbildung integriert sein. Da kann man dann gleich 4 Programme standardisiert unterrichten. Bei Younger und Course wird es so sein, dass wir ähnlich wie im Iron System mit den 3 Programmen dort eine komplette Standardisierung liefern. Das heißt, alle 3 Monate bekommen unsere Trainer die Lehrvideos, die nicht nur die Choreografie für die kommenden 3 Monate zeigen, sondern eben auch noch Know-how mitliefern. Und dementsprechend können sie auch ihre Musik runterladen, sodass wir dann bei IFIAS mittlerweile ein standardisiertes Kursportfolio haben, mit dem man alle wichtigen Zielgruppen abdecken kann.